glaube, ich habe ihn gehört. Oh, er hat... Haben die den gekillt jetzt? Alter Schwede! Die haben den gekillt! Ich hatte irre! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Ancestors The Humankind Odyssey. Meine lieben Freunde, wir haben mal ein bisschen geschaut und uns ist eine Sache aufgefallen hier im Livestream. Wir können im Tab hier unter Evolution, haben wir ja bisher immer nur neuronal betrachtet und wir haben den Generationstab betrachtet. So, jetzt haben wir aber einen Tab immer wieder ignoriert und zwar den Evolutionstab. Den habe ich die ganze Zeit nicht gesehen oder nicht beachtet. Dieser Evolutionstab bedeutet, ich kann einen Sprung vollziehen von 25.000 Jahre mindestens, aber es geht auch mehr. Und dann bin ich an einer anderen Location und habe quasi die Fähigkeiten, die ich schon verästelt habe, dann in die nächste Generation, also was heißt in die nächste Evolutionsstufe mitgenommen. Dann habe ich quasi eine neue Affenart quasi freigeschaltet, so könnte man das glaube ich sagen. Und wir sehen, wir haben jetzt hier Leistungen von 14% in der aktuellen Evolutionsstufe. Das heißt, das ist gar nicht so viel. Wir müssen eigentlich noch viel mehr machen. Man kann hier wirklich auf 100% versuchen zu kommen. Da muss man wahrscheinlich sehr, 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 sehr lange in der Evolutionsstufe bleiben und viele Aktionen immer mehrfach machen, damit man diese Stufe halt bekommt, ne? Das ist jetzt halt so eine Sache. Ich würde jetzt aber tatsächlich erstmal noch in dieser Evolutionsstufe bleiben und vielleicht nochmal... Ja, vielleicht nochmal Kinder machen einfach. Nochmal 6 Kinder machen. Würde ich jetzt einfach mal. Deswegen, ich lege jetzt mal hier die Kinder ab. Und dann suchen wir uns nochmal ein Männchen oder ein Weibchen mit Mutationen. Ah, der hat hier eine Kommunikationsmutation. Dann wechseln wir doch gleich mal in den. Auch wenn der hier komische Gesten macht. Und dann, meine lieben Freunde, suchen wir uns mal ein Weibchen, das willig ist. Und machen gleich nochmal 2 Kinder. Ah, Verbundenheit. Sehr gut. Ein Pärchen wird gebildet. Oder auch ein Bärchen, je nachdem. Ein Bärchen wird gebildet. Das wird gleich gebildet im Anschluss. Wenn ein Pärchen gebildet wurde, wird ein Bärchen gebildet. Du willst es doch auch. Wie die alten Säcke sich hier die ganze Zeit nur paaren. Das ist unglaublich. Das ist hier schon irgendwie ein bisschen merkwürdig alles, was bei den Affen so passiert. Vor Freude werfe ich direkt ein Kind in die Welt. Der Wahnsinn. Wir überspringen aber mal die Sequenz. Die haben wir jetzt schon mehrfach gesehen und paaren uns direkt noch einmal. Schade, keine Mutationen. Aber wir haben neuronale Power bekommen dafür. Das ist ja auch was wert. So, jetzt haben wir 4 Kinder. Da geht noch was. Ich würde sagen, ich nehme jetzt den alten mal hier. Oder warte mal, wir können noch mal kurz gucken, ob wir noch irgendwie... Ne, wir haben jetzt noch nichts freigeschaltet bekommen. Stimmt, ich erinnere mich. Wir können ja mit dem alten noch ein paar Dornenbüsche mal durch die Gegend tragen. Oder vielleicht, warte mal. Wo war denn jetzt hier dieser Schleifstein? Der Schleifstein war der hier, ne? Nein, nicht hinlegen. Du sollst den Stein nehmen. So, dann produzieren wir hier mal ein bisschen Kart. So. Aha. Das esse ich jetzt gleich. Sauber. Next. Es gibt nämlich auch hier Evolutionsvorteil, wenn wir das machen. Die Schleifaktion haben wir nämlich noch gar nicht so oft gemacht. Deswegen kriegen wir da auch so viel. Und die Kinder sind auch gerade noch in der Nähe. Passt das eigentlich? Also die Fähigkeiten, die neuen Neuronen, die kriegt man auch so, wenn keine Kinder dabei sind, habe ich festgestellt. Da müssen nicht unbedingt Kinder dabei sein. Aber die Energie für die Stufe, für die nächste, um weitere Neuronen quasi zu aktivieren, die kriegt man nur, wenn Kinder dabei sind. So habe ich das jetzt verstanden. So, wir tragen jetzt einfach nochmal ein bisschen was rum. Hier ist doch noch eine Frau. Fruchtbar! Ich habe die letzte Frau gefunden. Ich muss doch nochmal, Moment. Ich muss jetzt doch nochmal hier in Aktion treten. Die hat sich hier versteckt. Die hat gedacht, ich sehe sie nicht. So geht das aber nicht, Gnädigste. Gebären! Das geht so schnell, da kommt die Schrift gar nicht hinterher hier. Neues Baby! Jetzt haben wir die maximale Anzahl. 6 Babys haben wir jetzt. So muss das. Halt, warte, ich muss eins mitnehmen mindestens. Also ich nehme jetzt mal den alten hier. Warte. Ukupak. Ukupak, Ukupak. Und immer schön aufrecht gehen. Ganz wichtig. Wir müssen die Beinmuskulatur trainieren.
Und hier auch immer schön Sachen durch die Gegend schleppen. Guckt euch das an, wie mein Neuron zündet. Das ist eine sogenannte zündende Idee, daher kommt das nämlich. Ja, mal schön kurz erholen hier. Der alte Affe hat natürlich nicht so viel Stamina, um das Zeug durch die Gegend zu schleppen. Aber ich dachte, wir machen es trotzdem mal mit dem. Was wir auch dringend noch ein bisschen häufiger machen müssen, wie gesagt, ist Intelligenz einsetzen und sowas. Aber ich glaube, das hier mit dem durch die Gegend tragen ist auch gar nicht so schlecht. Man sieht ja, wie es wächst da rechts unten. Rechts unten, wie gesagt, nochmal zur Erklärung, ist unsere Neuronenenergie. Also der Kreis in der Mitte ist das, der immer größer wird, der weiße. Und je mehr wir davon haben, desto mehr Verästelungen können wir verästeln. Beim Gehirn. Und die Punkte drumherum sind unsere Affenkollegen. Die orangenen Punkte sind die Babys. Ich glaube, der ist einfach zu kaputt schon, weil der alt ist. Wir müssen mal einen anderen nehmen. Einer, der ein bisschen mehr Stamina hat. Der hat ja auch gerade Kinder gemacht, ja, das muss man auch mal sagen. Der braucht jetzt mal Pause. Links sind die Erwachsenen und rechts die Greise. Ah ja, okay. Verstehe. Und die anderen Leuchtenden sind die Paare. Ah, danke für den Hinweis, alles klar. Clanmitglied analysieren. Ah, jetzt hat es endlich geklappt. Ja, boah, das hat richtig neuronale Power gegeben nochmal. Sauber. Und jetzt legen wir hier die Äffchen ab. Und jetzt will ich mal schnell Affen wechseln. Können wir sie hier nehmen? Oder ihn hier? Dem ist kalt. Wechseln. Egal, ihm geht's gut. Das ist das Einzige, was zählt. Und dann... Ah, hier sind die Werkzeuge, genau. Warte mal. Hatte ich eigentlich was bekommen, als ich den Honig geraubt habe? Wie war denn das? Das will ich jetzt nochmal austesten, schnell. Indem ich jetzt einfach nochmal hier hochblätter und nochmal versuche, ein bisschen Honig zu holen. Eintunken! Ja, das gibt neuronale Power auf jeden. Guckt euch das an. Weiter, mehr, mehr, mehr. Aber gibt das Eintunken die Energie oder gibt das... Das Eintunken, wa? Das Essen jetzt nicht. Weil ich die Neuronen... das Neuron zündet, bevor ich das gegessen habe. Das heißt, die Aktion des Rausholens ist das, was die Geschicklichkeit oder was das Neuron verbessert. Ich kann mit dem Stock noch eine Sache machen, die noch nicht freigeschaltet ist. Weil da ein Fragezeichen ist bei dem Stock. Aber die Frage ist, was kann ich denn mit dem Stock noch machen, was ich noch nicht freigeschaltet habe? Haben wir mit den Stöcken schon mal irgendwie noch was anderes probiert? Nee, ne? Vielleicht kann man die irgendwie noch schleifen oder so. Ich bin voll mit Neuronenenergie, ja. Das stimmt. Aber das Problem ist, ich kann die nicht investieren, weil wir gerade keine weiteren Verästelungen haben. Das ist ein bisschen das Doofe gerade. Ich kann da nichts mitmachen. Ich kann es ja mal probieren nochmal, aber ich glaube, da kommt nichts. Oh doch! Da ist eine Mutation. Ah! Wot hat erhöhte körperliche Fitness. Diese spontane genetische Mutation wird aufgedeckt werden, wenn Wot das Erwachsenenalter erreicht hat. Da kann ich dann diese Verästelung herstellen, wenn er dann erwachsen ist. Das ist gut. Was haben wir hier? Drücke X, um deine Sinne zu nutzen. Wähle den Geruchssinn aus. Folge dann den Anweisungen, die von der UI für kontextbezogene Aktionen... Okay. X, um die Sinne zu benutzen. Das müssen wir mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, wichtig. Dann kann ich mir einen weiteren Gegenstand merken irgendwie. Aber kann ich das jetzt schon machen? Warte mal, wir haben uns da drüben ja schon was gemerkt. Diesen Landmark da hinten. Ich habe die Babys gerade nicht dabei, weil ich jetzt gerade nur rumexperimentiere. Wir haben eh schon zu viel neuronale Power, also ich muss die Babys jetzt eigentlich auch nicht unbedingt mitnehmen. Wie gesagt, die Skills, die kriegen wir auch so, ohne dass ich die Babys mitnehme. Nur das Freischalten, dazu brauchen wir die Energie von den Babys. So, jetzt mal gucken hier. Einprägen. Und kann ich jetzt noch eins einprägen? Ja, jetzt habe ich mir zwei Sachen eingeprägt. Das geht also schon. Weil die aktiv ist, die Mutation. Interessant. Ich glaube, vorher ging das nicht. Das war auch gut. Mir fällt gerade auf, ich habe keinen Stock dabei. Ah, ist egal. Da mache ich mir noch schnell einen. Ist auch sinnvoll investiert.
Warte, wo war jetzt hier mal da hinten? Zwei Stöcke beim Essen verwenden, Kultursprung. Also quasi mit Stäbchen essen, ja? Mehr oder weniger. Ja, dann wären wir aber zu Japanern dann, ihr wisst das. Oder zu Chinesen. Dann gehen wir diesen Weg. Das können wir natürlich auch machen. Das heißt, wir entwickeln dann irgendwann die Sony PlayStation. Dieser Weg wird kein leichter sein, ja. Ich meine, wir sind ja auch eigentlich ganz technisch versiert, ne? Das passt ja eigentlich auch zu uns, dieser Weg. Dieser technische Weg. Also ich meine, unsere Technik ist besser entwickelt als unsere Sinne gerade. Wir haben eine bessere Technik, aber miese Sinne. Oh, was? Ach so, das Schwein und die Schlange haben sich verkuppelt. Die machen jetzt Liebe miteinander. Ach nee, doch nicht. Wo sind die Schlange jetzt hin? Ho, ho, ho. Warte. Haha. Wie jetzt? Ah! Das war knapp. Jetzt hat die meinen Stock gefressen. Die blöde Schlange. Scheiße. Na, klasse. Habe ich gerade einen gemacht. Und gleich wieder weg. Mist. Warte mal, ich muss mir die merken, wo die ist. Moment. Riechen oder hören? Jetzt haut die da hinten ab, wo die Stöcker sind. Tolle Wurst. Ich muss mir die mal merken. Damit ich immer sehe, wo die ist. Vielleicht vorher erstmal eine Kokosnuss aufmachen. Dann kriege ich ja eine Resistenz gegen Schlangengift. Das vergesse ich auch immer wieder. Toll, jetzt geht die da hinten hin zu unserem Domizil. Das ist auch nicht gut. Die muss ich mal zur Strecke bringen jetzt hier. Die blöde Schlange. So, wo war jetzt der Stein? Der Stein, der Stein, der Weisen. Der Stein des Anstoßes. Hier sind Steine. Gleich mal welche nehmen. Und dann... Nein, nicht werfen, nicht werfen. Du sollst verändern. Genau, schön aufmachen. Und... Jawohl. Ausgereiftes Neuron. Haben wir es jetzt geschafft? Ist die offen? Nee, ist noch nicht offen. Aber Geschicklichkeit haben wir bekommen. So, gleich mal trinken. Dann haben wir eine kleine Resistenz gegen das Gift. Weiter trinken, weiter trinken. Genau, das ist schon mal gut, falls die Schlange uns doch mal erwischt. Das war jetzt nicht viel, aber auch besser als nichts. Wo ist die Schlange? Die ist da hinten jetzt. Ich werde die Schlange töten. So, Moment, nimm das. Schnell entasten. Genau, und Stock nehmen. Stein meine ich. Verändern. Das wäre jetzt wahrscheinlich mit dem Knüppel sogar besser gewesen. Also mit dem Knochenknüppel. Gegen die Schlange. Also scheinbar ist der Knüppel gegen die Schlange die bessere Wahl. Und... Hast du die Kokosnuss schon mit der Hand bearbeitet? Nein, tatsächlich nicht. Das ist eine sehr gute Idee. An der Stelle. Das ist eine ganz hervorragende Idee sogar. Aber jetzt machen wir erstmal Schlangenjagd. Wo ist sie denn jetzt? Nein, ich sehe sie nicht mehr. Die war da hinten das letzte Mal. Moment. Hören. Ah, da ist sie. Die hat sich wieder an ihren Platz geschlängelt hier. Ich bin ja erstaunt, dass das Schwein... Die Schlange verscheucht hat überhaupt. Normalerweise läuft die Begegnung ein bisschen anders ab. Aber die Begegnungen laufen auch nicht immer gleich ab, ist mir schon aufgefallen. Die laufen auch manchmal anders ab. So, greif mich an. Jetzt haben wir sie. War wahrscheinlich gerade eben nicht so ein gutes Timing. Jawoll. Hudeludu. Sauber, sauber, sauber. So, jetzt einen Stein, dann zerlegen wir die und dann wird gleich erstmal gefressen hier. Das können wir ja mal gleich machen. Ein eingeprägter Gegenstand ist vergessen worden. Das ist einer von den Markierungen, die ich gemacht habe.
Das finde ich aber auch gar nicht schlecht, ne? Dass das nicht so permanent bleibt, sondern dass der Affe das dann irgendwann vergisst, was er sich gemerkt hat. Das ist schon gar nicht so undurchdacht, das ganze Spiel. Das muss man einfach mal sagen. So, dann zerlegen. Evolutioniere dich. Ja, das machen wir noch. Wie gesagt, jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen ein paar Fähigkeiten verbessern und so. Weil je besser wir das machen, desto mehr haben wir dann in der nächsten Evolutionsstufe davon. Das ist ganz wichtig. Und jetzt nehmen wir uns hier das Fleisch. Genau, und dann essen wir das mal. So, auch hier wieder, die ersten paar Bissen sind unkompliziert und unproblematisch. Erst der letzte Bissen oder so, oder der vorletzte, die wären dann problematisch. Ich kann ja eigentlich, warte mal, ich kann jetzt auch aufhören einfach zu essen und laufe jetzt einfach hier noch ein bisschen rum. Man darf halt nicht über den Hunger essen. Dann geht das schon. Weil einige meinten, das liegt am rohen Fleisch. Nein, das liegt nicht am rohen Fleisch. Dann würde es ja direkt beim ersten Bissen Probleme machen, wenn du rohes Fleisch isst. Und dir deswegen schlecht wird. Und nicht erst nach 5 oder 6 oder 7 Bissen. So. Der Wahnsinn. Jetzt haben wir eine Kokosnuss. Jetzt können wir mal probieren, die mit der Hand zu bearbeiten. Ich mach's jetzt mit der Hand. Also, Moment. Jetzt muss ich das mal schnell, das Fleisch erstmal weglegen. So. Und jetzt mache ich es mit der Hand, warte. Oh ja, man kann sie schälen. Tatsächlich. Endlich weiß ich, wie das geht. Das wusste ich vorher nicht. Neue Änderung entdeckt. Abstreifen. Kokosnüsse können modifiziert werden. Der Wahnsinn. Nein, was hat er jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Ich will inspizieren. Ich habe eine Kokosnuss, ich habe eine Kokosnuss, ich habe eine Kokosnuss geschält. Der Wahnsinn. Neue Nahrung entdeckt, Kokosnuss. So funktioniert das also. Kokosnuss. Und jetzt muss ich die aufmachen, wa? Moment. Ergreifen. Was kann ich jetzt greifen? Achso, das Fleisch. Kann ich das jetzt mit einem Stein? Oder muss ich das jetzt anders machen? Warte. Yo! Ich habe eine Kokosnuss geknackt. Da habe ich aber eine harte Nuss geknackt jetzt. Inspizieren. Ui. Der Wahnsinn. Geöffnete Kokosnuss. Gleich essen. Mmh, oh, jetzt kriege ich Bock auf Kokosnuss. Verdammt, ich habe keine Raffaello mehr. Die sind alle. Ich habe noch Bounty, glaube ich. Muss ich mal gucken gleich. Wenn ich hier fertig bin. Es gibt natürlich noch andere schöne Riegel da draußen, ja. Weiter essen, weiter essen. Gibt die Kokosnuss irgendwie einen Effekt, wenn ich die aufesse? Da hat aber ganz schön viel dran, ey. Nicht schlecht. Oh yeah, guckt euch das an. Nice. Nice, nice. Raider ist jetzt Twix, ja, so ungefähr. Ach, herrlich. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Habe ich jetzt davon eigentlich ein neues Neuron bekommen? Oder war das jetzt einfach nur so für das eigene Selbstbewusstsein? Das können wir jetzt mal gleich prüfen. Das will ich jetzt mal wissen. Das war, glaube ich, nur fürs Selbstbewusstsein jetzt. Oder? Nee, doch Motorik wurde... Oder Geschicklichkeit. Irgendwas wurde doch jetzt verbessert dadurch. Gib das Fleisch deiner Frau. Was habe ich davon, wenn ich meiner Frau Fleisch gebe? So, wo ist meine Frau eigentlich? Wer ist das eigentlich? Woher soll ich eigentlich wissen, wer meine Frau ist? Ich weiß doch gar nicht, wer meine Frau ist. Sie sehen alle gleich aus. Hier, bist du meine Frau? Nein, du bist ein Mann. Bist, das ist ein Stein. Kann man leicht mal verwechseln. Hier, ihr seid doch Frauen. Ich gebe jetzt einfach irgendeinem von euch... Hier, nimm. Gut, wa? Ich glaube, du bist meine Frau. Ich meine, mich dran zu erinnern. Die Form kommt mir bekannt vor. Ich weiß es doch auch nicht. Ich mache jetzt was anderes. Ich gucke jetzt, ob ich mich weiterentwickeln kann. Das ist ganz wichtig. So, hier. Nicht doch.
Ich wollte mich hinlegen. Wieder falsche Taste gedrückt. Evolution. Yes! Ein Neuron. Stärke kontrollieren. Ist die Verbindung hergestellt, wird sich die Erfolgsroute ändern mit Hilfe eines Werkzeugs. Jawohl, verbessern. Na dann, auf geht's. Putz. Erfolgsquote beim Ändern mit Hilfe eines Werkzeugs hat sich erhöht. Sauber. Also ich wäre jetzt mal dafür, dass man mal vielleicht mit zwei Senioren, die sind ja entbehrlich, und Speeren mal Diego jagen gehen. Ich hätte irgendwie mal Bock drauf, diesen blöden Säbelzahntiger zu töten. Der hat uns so viele Affen schon abgeknöpft in den Runden davor. Ich möchte jetzt endlich mal Diego töten. Und dann nehmen wir jetzt einfach alle Senioren und rüsten die jetzt aus. Warte mal. Die sind ja entbehrlich, wie gesagt. Und die können sich ja jetzt auch wehren eigentlich. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo meinen Waffenstash. Wo ist der denn jetzt wieder? Die Senioren können sich ja alle zur Wehr setzen. Guck mal hier. Ihr seid ein Senior. Und nachmachen tun sie jetzt ja auch. Dann machen wir mal so ein bisschen so eine Gruppen-Action jetzt. Das wollen wir mal mit den Affen so in der Gruppe losziehen. Die armen Alten, wird gerade gesagt. Nein, so arm sind die gar nicht. So, warte, nimm das, genau. Da hinten ist noch ein Alter. Ich ziehe aber erstmal mit dreien los, glaube ich. Genau, dann nehmen wir ihn hier gleich. Und er kriegt dann von mir noch einen Knochen und dann kann er schlagen. So, genau. Also jetzt haben wir hier den Stab und jetzt brauchen wir noch einen Knochen. Da liegt dein Knochen. Nimm ihn. Warum nimmst du ihn nicht? Nehme ich halt von hier. Ja. Genau, und jetzt sagen wir... Hier, du hast einen Speer. Jetzt kann ich die wieder nicht richtig markieren. Jetzt folge mir. Wer hat noch einen? Hast du einen? Bist du auch ein Alter? Warum habe ich denn dir? Ach nee, du bist eine Frau. Du hast doch einen, oder? Hatte ich dir nicht einen gegeben? Egal, du kommst jetzt auch mit. Da, ja, du hast einen. Du hast dich versteckt. Du wolltest den Speer nicht zeigen, du kleines Schweinchen. So ist das also hier. So läuft also der Hase. So, hat noch wer einen? Hast du denn keinen gekriegt? Scheint nicht so zu sein. Hatte ich nicht drei Affen noch eingegeben? Egal. Wir gehen jetzt mit denen, die jetzt mir folgen. Genau. So, den Speer in die rechte Hand. Jetzt wird Diego gejagt, meine lieben Freunde. Und Diego ist jetzt eigentlich relativ egal, ob wir links oder rechts lang gehen. Ich glaube, links ist ein bisschen ein übersichtlicheres Gelände. Rechts ist so ein bisschen sehr viel zugewachsen und so. Da machen wir das lieber nicht, glaube ich. Wir müssen ja da noch eigentlich nur lang genug warten, bis er auftaucht. Wo sind die anderen Affen hin? Die haben schon keine Lust mehr. Ja genau, die Alten sind eh tot, wenn ich den Generationswechsel mache. Deswegen ist das nicht so schlimm, wenn die sterben. Da kann man ein bisschen gefährlichere Sachen einfach mal ausprobieren. Die Affen, die alten Affen sind so ein bisschen zum Rumprobieren ganz gut. Aber ich frage mich gerade, wo die anderen jetzt hin sind. Die müssten mir doch folgen, ich habe das doch eingestellt. Vielleicht auch noch Blutungsschutz besorgen. Ja, könnte man auch. Ich frage mich viel eher, wo meine Affen hin sind jetzt. Rufen. Moment. Erstmal vielleicht hören. Ach, da unten sind sie irgendwo. Ach, da laufen sie rum, die Deppen. Warum kommen sie denn nicht hier hoch? Ach, das ist auch so... Die laufen halt irgendwo rum, ne? Ich glaube, der eine hat schon... Irgendein Effekt wieder, warte mal. Was ist mit dir? Ne, mit dem anderen hier. Kommunikation. Ne, eigentlich... Eigentlich hat er nichts. Ich glaube, wir bewegen uns mal unten lang jetzt. Dann kommt Diego eh noch eher, wenn wir unten lang laufen, als wenn wir oben lang laufen. Das sind alles Wehrdienstverweigerer. Vaterlandsnieten hier. Immer schön dranbleiben. An meinem Hintern, an meinem Affigen. Die Schlangen...
Warte mal, wenn wir jetzt bedrohen. Ja, die ganze Affenbande beschwert sich. Sauber, da muss doch jeder Gegner eigentlich in die Flucht geschlagen werden. Ja, genau, hier, guck mal, die Schlange haut schon ab. Ob man Diego mit genug Affen auch in die Flucht schlagen kann? Wenn man vielleicht so mit einer kompletten Gang unterwegs ist. Hier sind die Früchte, warte mal. Jetzt habe ich die Hände voll. Hier ist jetzt aber Diego-Gebiet. Hier sollten wir jetzt erstmal nicht so... Oh, Python. Den Python lassen wir aber erstmal da, wenn der sich nicht von alleine bewegt. Den verscheuchen wir jetzt mal nicht. Wenn der da ist, weiß ich, wo er ist. Vielleicht sollte ich mir den merken, warte mal. Riechen. Prägen wir uns den mal ein, ne? Dann weiß ich, wenn er sich bewegt. Dann kann der uns nicht in den Rücken fallen. Das ist schon schlimm genug, wenn Diego uns in den Rücken fällt, glaubt mir. Ah, das ist irgendwie geil, wenn man so mit so einer Affenbande unterwegs ist. Es ist nur blöd, dass die nicht über die Bäume mitklettern. Also auch nicht oben lang gehen oder so. Also manchmal klettern sie, aber... Was ist das hier eigentlich? Inspizieren. Das ist ein Loch im Boden. Da wohnt der Hobbit. Gang, genau. Naja, Nahrungssammelpunkt entdeckt. Loch zum Stochern. Ha! Bedrohen! Oh, der Affe hat die getötet alleine! Ich raste aus! Aber jetzt hat er keinen Stock mehr, scheiße. Ja, sauber! Das ist mal geil, ey! Das ist das erste Mal, dass die was Intelligentes von sich aus gemacht haben. Der Wahnsinn. So, warte, hier. Nimm den Stock. Den schenke ich dir jetzt. Denn ich habe noch die Keule. Ich will jetzt mal was probieren. Alles hier schön im Diego-Gebiet gerade, ja. Ich will jetzt mal... Nein, ach Mann. Nein, du musst den Stock nehmen. Oh shit, da ist er schon. Oh, hat er den abgewehrt? Der hat den abgewehrt! Habe ich verschreckt meinen Knochen fallen lassen. Der hat den abgewehrt ganz alleine. Ich werde irre. Okay, jetzt schnell, schnell, schnell einen neuen Speer machen. Muss schon mal schauen. Wo ist denn jetzt hier mal ein Stein? Ah, hier. Okay, es ist jetzt mittlerweile doch gar nicht so doof, sich mit mehreren Affen durch die Gegend zu bewegen. Die helfen einem jetzt anscheinend doch schon ganz gut. Das war richtig gut, ey. Wie der reagiert hat, der Affe. Das hat er ganz alleine geschafft. Nur irgendwie, der eine atmet sich da gerade ein Wolf hinter mir. Das stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Vielleicht, ich muss die mal kurz untersuchen, ob die noch gut sind, die Affen. Jetzt habe ich aber erstmal den Speer wieder erneuert. Und jetzt hole ich mir mein Ding wieder. Mein Knochen. Wo ist er? Wo habe ich den abgelegt? Hier irgendwo bei dem Loch habe ich den abgelegt. Hier. Nimm und wechseln. Soll ich mal stochern? Ich stochere mal, ne? Wir wissen, was da passiert. Achso, okay, da muss ich wieder auf das Geräusch hören. Moment. Ein Skorpion! Inspizieren! Das ist ja geil. Ich habe einen Skorpion gefangen! Neue Nahrung entdeckt. Skorpion! Das wusste ich aber auch noch nicht, dass das geht. Ey, krass. So, Moment. Ach ja, das muss ich jetzt wieder abstreifen. Warte mal. Moment. Genau. Und essen. Irgendwas ist hinter uns und faucht. Warte mal. Vielleicht mal bedrohen. Achso, jetzt habe ich zur Nachahmung aufgefordert. Irgendwas faucht hier. Wir müssen mal, glaube ich, weg so ein bisschen. Gehen mal ein bisschen hier hoch. Ich sehe gerade nicht, was das ist. Sind die mir jetzt nah? Ja, okay. Alles gut. So, genau. Erstmal die Affen untersuchen, ob die noch gut sind. Dem ist kalt hier, aber das ist erstmal egal. Dem ist auch nur kalt. Okay. Ist erstmal nicht so schlimm. War hier hinten nicht auch Kart irgendwo? Dann können wir die mal auffordern, dass sie mal essen.
eingeprägter Gegenstand. Ha! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Nein, der wurde gebissen, der Affe! Das ist die Schlange, die wir verscheucht haben, glaube ich. Na toll. Jetzt hat er Gift bekommen, warte mal. Dann müssen wir jetzt... es tut mir leid, ich habe euch gerade den Affenhintern in die Kamera gehalten. Da müssen wir dem jetzt eigentlich mal Entgiftungszeug geben. Wir schlagen uns mal zur Oase durch, würde ich sagen. Da gibt es nämlich Schachtelhalme, da geht das ein bisschen schneller, glaube ich. Kommt ihr mit, ja? Bin gerade froh, dass ich mir das Kart noch reingezogen habe. Ja, über das Ding springst du... Lol, über die Dornenbüsche springen sie ernsthaft drüber. Geil. Oh, hier gibt's ganz viele Schnecken. Über die Dornenbüsche springen sie drüber, weißt du? Aber dass die mal an die Bäume ranspringen in gefährlichen Situationen und da einfach mal langklettern, nö. Das machen sie nicht. Da gehen sie unten lang. So, jetzt haben wir hier Zeug. Da kann ich nämlich zunächst erstmal... Warte. Ah, die haben ja, haben die jetzt überhaupt Blutung gehabt? Der hat nichts. Ja, stimmt, der hat Gift. Ja, stimmt. Ist hier eine Kokospalme? Ja, da hinten. Dann müssen wir dem mal schnell Kokosnusszeug geben. Oh, ich werde müde. So. Runterspringen. Haben wir hier einen Stein? Hier drüben, wa? Oder? Nee. Warum sind hier keine Steine? Ach doch, hier. So, was ist denn jetzt besser? Warte mal, wenn wir die... Ach nee, warte mal. Wenn wir die Kokosnuss schälen, ist das besser. Dann machen wir das mal. Schälen wir die mal. Dann knacken wir sie auf und geben sie dem vergifteten Affen. Hoffentlich lebt er da noch. Sehr gut. So, jetzt geben. Jawohl, guck mal. So, und ich hole mir jetzt meine Waffen wieder. So, wir haben jetzt das Problem, unsere Affen sind hier ein bisschen müde gerade. Oh, Diego kommt. Ja! Ich habe ihn abgewehrt. Boah, wie der da hochgesprungen ist, alter Schwede. Hat er jetzt die Nuss gegessen hier? Der eine? Dem geht's wieder gut. Der hat die Nuss nicht aufgegessen jetzt, weil er jetzt erschrocken hat sich. Oder? Die liegt da noch rum, glaube ich. Oder eine reicht nicht. Oder kann sein, dass eine nicht reicht. Oder wie geht's dir? Oh, der hat schon einen ganz kleinen grünen Punkt. Das ist nicht gut. Der ist hier hinten hochgesprungen gekommen, der kleine Schweinehund. Ich gehe wieder. Lasst euch nicht stören von mir. Hat der eine Affe jetzt hier seinen Speer eigentlich noch hingelegt, oder? Der müsste doch seinen Speer eigentlich aus der Hand gelegt haben, oder? Als er die Kokosnuss genommen hat. Bin mir da gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt. Oh, jetzt wird es auch noch dunkel hier. Aber hier schlafen ist nicht so schlau, oder? Kann man diesen Ort hier überhaupt sicher machen? Ich glaube, wir gehen lieber zurück. Nur so eine Vermutung, warte mal. Kann ich Diego jetzt sehen oder hören irgendwie? Warte mal, da. Ah, da ist er. Der Hund. Der Hund der Schweine. Warte mal, wenn der jetzt hier rumstreunert. Ah, ich habe ja meine Keule. Wir gehen jetzt einfach zurück. Ist der da stuck da unten? Das sieht fast aus, als wenn der stuck wäre. Wäre ja wahrscheinlich gar nicht so ungut. Ein eingeprägter Gegenstand ist vergessen worden. Wahrscheinlich Diego. Essen wir mal hier eine Schnecke schnell. Oh, das gibt Schutz vor Gift. Das könnten wir dem anderen Affen auch geben eigentlich. Ach, der ist schon so schlau und macht das. Guckt mal. Der sieht das selber, dass das wichtig ist. Geil. Ich habe schon echt geile Affen, muss ich mal sagen jetzt.
Der Affe braucht eine Waffe, ich weiß. Ich weiß das. Ich habe aber jetzt keine Lust, hier stehen zu bleiben, wo Diego da schon auf dem HUD angezeigt wurde. Die Affen weichen ja, wenn sie keine Waffe haben, da jetzt automatisch auch aus, wenn der Diego kommt. Also, das müsste eigentlich... Das müsste gehen, selbst wenn er keine Waffe hat. Ich kann mich ja in die Schusslinie werfen, wenn ich Diego kommen sehe. Das geht ja auch. Das Problem ist, ich will die Waffe jetzt nicht im ungünstigsten Moment weglegen. Wenn Diego vielleicht gerade am Kommen ist. Muss nicht unbedingt sein. Wie sie stöhnen. Hört ihr mal auf zu stöhnen? Das klingt irgendwie ein bisschen verstörend. Komm schon. Ich glaube, ich habe ihn gehört. Oh, er hat... Haben die den gekillt jetzt? Alter Schwede! Die haben den gekillt! Ich hatte irre! Die haben den echt geknackt! Ja! Beste Affenbande ever, Leute! Vielleicht muss man den pro Gebiet einmal besiegen, dass man gefahrlos durchlaufen kann. Vielleicht ist das so eine Art Gegner. Weil offensichtlich richtig machen kann ich nichts mit dem. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Gegend hier jetzt safe ist, dass der hier jetzt nicht mehr auftaucht, dann könnte man jetzt theoretisch an der Oase bauen, würde ich schätzen. Die Frage ist, kommt er wieder? Wenn er eine Weile tot war. Schade, dass man die Zähne nicht mitnehmen kann. Wie die Affen hier sterben. Also das ist anscheinend eine gute Methode, die alten Affen gut zu bewaffnen und dann einfach mit denen loszuziehen. Und an der Stelle ist diese Folge Ancestors, die Humankind Odyssey auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, dieses Spiel selber zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und auch diese Videos direkt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ancestors, die Humankind Odyssey. Bis dann, ciao, ciao!